Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Abus Magomedovs neuer Gegner Sean Strickland, gegen den er am 1. Juli bei einem UFC Main Event, bei einer UFC Fight Night kämpfen wird, ist Sean Strickland. Und dieser hat jetzt mit Pereira einen Vlog hochgeladen, wo die beiden miteinander trainieren. Ist interessant, weil Pereira Strickland damals brutal ausgenockt hatte. Jetzt trainieren die zusammen. Pereira sagt danke fürs Training, wird eine erfolgreiche Woche. Und man sieht hier natürlich auch den Größenunterschied. Und ja, das ist natürlich einfach ein sehr, sehr interessantes Ding. Abus ist ein sehr, sehr starker Kämpfer. Sean Strickland ist ein guter Allrounder. Und ja, Strickland sucht hier jetzt noch seine möglichen Verbesserungen im Striking mit einem Pereira. Und da bin ich natürlich gespannt, wie das Ganze Strickland weiterhelfen wird für seinen potenziellen Kampf gegen Abus Magomedov in 2 Wochen, Freunde. Es ist schon fast soweit. Und ja, die beiden haben miteinander trainiert, haben gute Arbeit miteinander geleistet. Sean Strickland sagte zu Pereira, bitte knock mich diesmal nicht aus, aber ich werde wahrscheinlich eh wieder ausgenockt von dir. Die haben aber kein hartes Sparring gemacht in der Videosequenz, sondern eher technisch zusammengearbeitet, danach noch was für die Kondi, für Pratzen gemacht etc. Und ja, es wird ein geiler Kampf. Sean Strickland wird ein großartiger Test für Abus Magomedov, in die Top 10 zu kommen. Jetzt könnt ihr auch gerne einfach mal selber anhören, was Abus zu dem Kampf gegen Sean Strickland sagt, zu ihm als Gegner. Und wenn ihr das ganze Interview sehen wollt, dann checkt es ab, ist vor einem Tag auf meinem Kanal hochgeladen worden. Lasst ein Like und ein Abo da, viel Spaß beim Video. Was machst du dir aus Sean Strickland als Gegner? Ich meine, der ist ein guter Allrounder, der kann boxen, hat eine gute Takedown-Defense, kann auch ringen, so wenn er mal Lust hat. Aber ist jetzt nicht der krasseste Striker oder der krasseste Ringer, sag ich mal. Was machst du dir aus ihm als Gegner und wie siehst du den Fight ablaufen? Ich habe mehrere Szenarien im Kopf schon durchgehen lassen, wie der Kampf ablaufen könnte. Aber am Ende, man weiß nie, wie der Kampf läuft. Ich weiß, was ich im Stand kann. Ich weiß, dass ich Grappling und Ringen mit jedem mitmachen kann. Mein Ziel ist, den Kampf so attraktiv wie möglich zu gewinnen. Das ist natürlich in Stand-Up so ein K.O. wäre Beste. Mhm. Und ja, aber ich stelle mich auf so einen Kriegskampf ein, weil der Typ ist, der hat schon gegen großen Namen gekämpft, hat schon starke Kämpfe gemacht, fünf Runden Kämpfe gemacht. Die Erfahrung, was UFC angeht, das ist, man kann das jetzt nicht so beschreiben, das ist enormer Druck. Vor allem jetzt auch in Paris war es auch so, dass die mich gepusht haben. Das habe ich schon, hat mich schon, obwohl ich schon so lange in diesem Geschäft bin, hat mich schon so ein bisschen da und da mal Gedanken gemacht. Deshalb wichtig ist, an dem Tag mental da zu sein, was so physische Form angeht, ja. Mache ich mir keine Sorgen. Und dass der Kampf über die 5 Runden gehen könnte, darauf bist du auch vorbereitet? Immer. Jeder Kampf. Ich gehe da jetzt nicht rein und sage, ich will jetzt K.O. K.O. kommt von alleine. Ja. Hauptsache, du leistest die ganze Arbeit in der Vorbereitung, dass du am Ende des Tages dir selber nicht vorwerfen kannst, dass du mal da verschlafen hast oder da mal nicht zu Ende gearbeitet hast. Dass du am Ende dir selber nicht sowas vorwerfen kannst, wenn du die Vorbereitung komplett observiert hast, ohne verletzungsfrei, so wie du dir das wünschst, dann die können mir gegenüber so ein Tier stellen. Ich weiß genau, was ich kann, dass ich, wenn ich an dem Tag ohne Verletzung, wie gesagt, bis dahin jetzt alles gut laufen sollte, dann müsste mir das Ding rocken.